Sandra Meyer-Wörner hat gleich ein Date. Es geht um ihre Zukunft und um die ihrer Firma. Ich denke, was ich dann auch noch so mache, darf sich auch den Platz raussuchen, der Bewerber. Finde ich mir dann ganz auch cool. Ich versuche das auch mal in einer ganz lockeren Atmosphäre machen, erst mal ankommen. Viel steht auf dem Spiel. Ihr erstes Vorstellungsgespräch seit langem. Mir macht es halt Angst. Und dann habe ich irgendwann mal keine Mitarbeiter mehr, dann mache ich alles alleine. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich ein junger Mensch sich für uns entscheidet. Das ist ja wie bei Herzblatt früher. Und wenn es nicht klappt? Ohne neue Fachkräfte steht nicht nur Ihr Familienbetrieb vor dem Aus. Bröckelt unser Wohlstandsmodell? Lässt sich dieser Niedergang verhindern? Pfullingen am Fuße der Schwäbischen Alb. Festtag bei Rolladenmeier. Endlich liegt mal eine gute Bewerbung auf dem Tisch. Das finde ich echt klasse. Ja, nicht so 0815 Standard, das hat mir eigentlich sehr gut imponiert. Geschäftsführerin Sandra Meyer-Wörner ist schon aufgeregt. In 2 Stunden kommt der Bewerber zum Vorstellungsgespräch. Inzwischen ein sehr seltenes Ereignis. Im Endeffekt hat ja ein Bewerber gerade so viel Auswahl. Das ist ja eigentlich schon wie ein Lottogewinn, wenn er sich für mich entscheidet. Wird der Handwerker ins Team passen? Insgesamt 7 Stellen sind gerade offen. Unbegreiflich für Sandras Mutter Bärbel. Früher wurden sie mit Bewerbungen fast überrannt, erzählt sie. Das war so, dass wir eigentlich uns auch die Leute raussuchen konnten. Auch Sandras Vater hofft, dass der Bewerber zu Rolladenmeier passt. Seniorchef Wolfgang weiß, nicht nur die Suche nach Fachkräften ist extrem schwierig geworden, sondern auch sie zu halten. Wir haben hier in der Gegend große Firmen, Industriefirmen, die uns die Mitarbeiter teilweise auch abziehen mit sehr hohen Löhnen, mit Kundischichten und so weiter. Und mit dem kämpfen wir alles. Das heißt, auch ein Mitarbeiter, oder wo den Beruf gelernt hat, landet irgendwo vielleicht am Fließband. Das ist unser Problem, was wir tagtäglich auch mit haben. In 1 Stunde kommt der Bewerber. Da bleibt noch Zeit für etwas, das Sandra inzwischen regelmäßig macht. Und ich würde dich dann so filmen. Ein Video für Instagram. Heute mit ihrer kaufmännischen Auszubildenden Evelyn. Also, hi Leute. Halt noch, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Oh nein. Doch. Was hast du gemacht? Ich habe nur ein Foto gemacht. Ich will gar nicht wissen, wie das aussieht. Okay, nochmal. Eigenwerbung fürs Rollladenhandwerk. So will Sandra junge Leute gewinnen. Hier kann man einen Gurt reinmachen und den Rollladen bedienen. Jeden Moment kann er kommen. Der Bewerber will die Stelle des Kundendienstmonteurs. Noch arbeitet er in einer anderen Firma. Welche Hoffnung macht sie sich? Dass wir vielleicht dann anschließend nächste Woche gleich eigentlich den nächsten Schritt tun. Vielleicht Vertragsunterzeichnung. Also das wäre natürlich, weil ich sage immer, eine Nacht drüber schlafen ist mal ganz wichtig, aber das wäre was ganz Tolles. Dann ist es soweit. Während des Vorstellungsgesprächs darf die Kamera nicht dabei sein. Wird aus dem Bewerber schon bald ein neuer Mitarbeiter? Diesen Weg sind die beiden schon unzählige Male gegangen. Berzan und seine Mutter Sümeyye. Was gibt's noch? Er könnte eigentlich längst in den Kindergarten. Berzan ist fast 4. Doch hier in Stuttgart gibt es keinen freien Platz für ihn. Dabei kämpft Sümeyye schon lange dafür, bislang ohne Erfolg. Mit anderen Kindern macht es natürlich viel mehr Spaß zu spielen. Und ich muss halt jedes Mal auch gucken, gut, was machen wir heute, wohin gehen wir heute. Ist auch ein bisschen, sage ich mal, für mich, ein bisschen die Belastung. Weil immer das Gleiche wird auch irgendwann mal langweilig für ihn, weil er muss ja auch gefördert werden. Ja, Mama, ich weg wieder. Wo ist der? Ich hab's gefunden, hier.
Versan hat von Geburt an eine zu enge Luftröhre. Versan, komm, ich muss dich kurz absaugen. Kein Sand jetzt, kein Sand. Die Gefahr, dass er erstickt, ist groß. Mit einem speziellen Gerät muss seine Mutter ihn deshalb regelmäßig absaugen. Ja, beim Absaugen wird nicht mit Sand gespielt. So, jetzt ist zu, jetzt kann ich weiterspielen. Ich muss halt immer danach gucken, wo ist der, was macht der, hat er irgendwie Sand um den Kanülen herum, weil da darf halt nicht gar kein Fremdkörper rein, sei es Sand oder sei es irgendwie Dreck oder so, muss ich dann halt schon immer hinterher gehen. Eigentlich, wo der Bersan ist, bin ich auch immer. Ein 24-Stunden-Job. Wäre Bersan im Kindergarten, hätte seine Mutter auch mal frei und könnte wieder arbeiten, in ihrem Beruf als Krankenpflegerin. Bersan liebt andere Kinder. Aber weil er nicht sprechen kann, ist es manchmal schwer, Kontakte zu knüpfen. Der will jetzt auch futschen gehen. Bersan, Bersan, komm mal, er schämt sich noch. Du musst ihn ein bisschen in Ruhe lassen, okay? Komm. Aber er möchte jetzt nicht. Komm zu mir, wenn er spielen möchte, kommt er nachher nach. Komm, komm, wir gehen rüber. Ja, er kommt auch mit nachher, komm. Für mich ist es halt auch schwierig, weil wie jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt auf dem Spielplatz oder so sind, er will dann halt schon immer mit anderen Kindern spielen. Aber nicht alle Kinder haben immer darauf Lust, mit jemandem zu spielen. Deswegen, ja, ist schon schwierig auch für mich. Auch für eine Mutter, sage ich mal. Versan bräuchte als Kindergarten eine spezielle Einrichtung oder besondere Unterstützung in einer normalen Kita. Das zu finden, extrem schwierig. Es ist zum Verzweifeln. So kann ich ihn nicht jetzt allein in den Kindergarten schicken. Das heißt, da muss schon jemand da sein, wo sich mit der Pflege auskennt, wo für Notfälle da ist, einfach für die pflegerische Tätigkeiten. Weil Absaugen kann nicht einfach jede Erzieherin machen. Die sind halt dafür nicht geschult. Doch genau dafür fehlt nicht nur in Stuttgart Personal. So wie in vielen sozialen Berufen. In ein paar Wochen wird sie erfahren, ob Bersan im Herbst einen Platz im Kindergarten bekommt. Spannung auch bei Rolladenmeier. Noch immer läuft das Vorstellungsgespräch. Die Seniorchefs hoffen, dass man einen guten Mann kriegt. Ja. Ja, weil eigentlich der Wettbewerb ist eigentlich. Wir stehen im Wettbewerb mit unseren Kollegen draußen. Und der, wo die besten Leute hat, hat im Moment auch, ich sage mal, die bessere Karte. Und dann läuft alles besser. Ja. Und wir brauchen gute Leute. Dann ist das Gespräch vorbei. Was ist mit dem? Super. Ist schon gut. Ja, das sieht da auch super aus. Ja, hat auch gut ausgesehen. Ja, ja. Bin so glücklich. Ich muss aber aufs Klo. Sag und merke ich sie. Ich hatte selten so ein gutes Vorstellungsgespräch. Man war sich komplett einig, auch die Kondition. Er war nicht so weit weg und auch nicht so weit unten. Also wirklich total realistisch alles. Ihm ist auch bewusst, dass wir einen Haufen Geld in ihn investieren, weil er ja Quereinsteiger ist. So, jetzt kommt Social Media, Instagram. Deswegen hat er sich bei uns beworben. Durch dein Social Media immer auch die bessere Karte aktuell. Eine von 7 Stellen könnte schon bald besetzt sein, hofft sie. Doch Sandra braucht auch dringend neue Handwerker-Azubis. Ich möchte ja eigentlich ja das Unternehmen ja auch noch viele Jahre führen. Also am besten noch bis zu meiner Rente. Und dafür brauche ich einfach Auszubildende. Und wenn keiner mehr eine Ausbildung machen möchte in unserem Beruf, wie soll ich dann das Unternehmen weiterführen? Demnächst will sie bei einer Jobbörse um neue Azubis werben. Ja, jetzt kann ich auf den Arm kommen. Später, ja. Der Fachkräftemangel bestimmt ihr Leben, seit Bersan geboren ist. Dass er krank zur Welt kommt, für Sümeyye und ihren Mann der erste Schock. Jetzt haben wir wieder zwei. Der zweite,
wie schwer es ist, seine Pflege zu organisieren. Bis es mich selber getroffen hat, wusste ich gar nicht. Also man hat es zwar schon immer wieder gehört, ich bin ja auch selber von der Pflege, habe auch im OP gearbeitet. Es war schon immer wieder so dieser Thema, ja, Pflegepersonalmangel, aber bis es mich selber getroffen hat, habe ich es jetzt nicht wirklich so richtig gespürt oder richtig mitbekommen. Gleich nach Bersans Geburt beginnt für sie die mühsame Suche nach einem Pflegedienst, der ihn daheim versorgt. Mittlerweile hat sie zumindest ein paar Tage in der Woche Unterstützung. Für morgen ist eine Pflegekraft angekündigt, wenn nichts dazwischen kommt. Ja, da hast du dein Otara Fabakmatama. Der nächste Morgen. Die Nacht war wieder anstrengend. Da bin ich dann echt froh, wenn ich mal ein bisschen Unterstützung vom Pflegedienst habe. Deswegen warte ich schon echt sehnsüchtig jedes Mal, bis die kommen. Nach Bersans Geburt sollte sie eigentlich 12 Stunden Unterstützung täglich bekommen. Doch das hat noch nie geklappt. Der Grund? Personalmangel. Zum Absaugen gehen. Hadir. Ihr Mann ist wie immer schon früh bei der Arbeit. Dann ist Sümeyye auf sich gestellt, bis der Pflegedienst kommt. Nachts hatte sie noch nie eine Betreuung für Bersan, obwohl ihr die zustehen würde. Ich muss dann halt schon mehrmals in der Nacht auch aufstehen und ihm absaugen. Auch wenn er nicht jetzt wach ist, aber er hustet trotzdem. Also trotz, dass er schläft, muss ich halt aufstehen, um ihm freizusaugen. Weil sonst könnte er dann schon an sein eigenes Sekret dann auch ersticken. Ja, Nijim? Ja. Nase, ja. Seit fast 4 Jahren schläft sie eigentlich keine Nacht durch. Umso wichtiger, dass sie sich mal ausruhen kann oder was erledigen, ohne Bersan. Ja. Also die kommt immer um 9, wenn die dann kurz davor anrufen und sagen, es tut uns leid, aber wir haben keinen Ersatz. Ja, Bersan, hast du eingelegt? Okay, sehr schön. Und dann gibt's dann halt schon immer wieder mal eine Absage. Krankheitsfälle, dass die keinen Ersatz haben. Also ich bin eigentlich immer darauf eingestellt, dass jeder mal absagen kann. Ja, Bersan. Okay, ist runtergefallen. Oh, so, jetzt. Das liegt halt alles daran, weil die nicht genügend Pflegepersonal im Team haben. Die sind dann einfach unterbesetzt. Dann kommt halt einfach keiner. Heute muss sie dringend bei ein paar Kitas anrufen. Aber das klappt nur, wenn der Pflegedienst Bersan betreut. Zumindest für ein paar Stunden. Zurück zu Sandra Meyer-Wörner. Die hofft heute, Azubis fürs Handwerk zu motivieren. Ob das klappt? An der Freien Evangelischen Schule in Reutlingen ist Berufsinformationstag. Und Sandra möchte möglichst viele Schüler vom Beruf des Rollladen- und Sonnenschutzmechatronikers überzeugen. Immerhin, eine gute Nachricht hat sie. Ihr Bewerber hat tatsächlich zugesagt. Wir haben uns mega gefreut, weil er vom Typ Mensch wirklich zu uns gepasst hat. Ich habe mich einfach gefreut, dass sich jemand auch für den Beruf interessiert, sich bei uns bewirbt, fürs Handwerk sich entscheidet. Ja, war eigentlich wirklich glücklich. Jetzt noch 1 oder 2 Azubis für ihre Firma begeistern. Das wär's doch. Doch die Konkurrenz ist groß. Insgesamt werben 13 Unternehmen aus der Region um 275 Schüler. Alleine, dass jemand mal gesagt hat, boah, ich will ins Handwerk, ich will Karriere im Handwerk machen, das hat Zukunft, hatte ich noch nie. Aber vielleicht klappt's ja heute. Hi. Hallo. 2 Präsentationen liegen vor ihr. Doch schon die erste beginnt mit einer Enttäuschung. Aber ihr seid jetzt nicht alle, oder? Von den 275 Schülern kommen gerade mal 4 zu ihr. Ich zeige euch heute den Beruf des Rollladen- und Sonnenschutzmechatronikers und das habe ich auch gelernt. Stehen bleiben. Dann erwacht ihre Kämpfernatur. Es sind zwar nur 4, aber vielleicht kann sie ja die fürs Handwerk gewinnen. Alleine nur mit der Basis eines Handwerksberufes könnt ihr alles erreichen, was ihr wollt. Das heißt, wenn man zum Beispiel den Meister hat, kann man sogar in Deutschland studieren. Und man braucht kein Abitur machen.
Ja? Wie viel verdient man denn dann in dem Beruf? Also Einstiegsgehalt, würde ich jetzt mal sagen, sind tatsächlich so 2700 Euro brutto. Und nach oben hin alle Wege offen, je nachdem, wie ihr Talent habt und euch einbringt. Und es gibt Werkstattunterricht. Und dann stellt sie die alles entscheidende Frage. Ja, kannst du dir vorstellen, ins Handwerk zu gehen? Also ich wollte auf jeden Fall noch die Schule weitermachen, damit ich das Abi habe. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde es... Ist es arrogant zu sagen, es wäre verschwendetes Talent? Nein. Nein, ich sehe meine Talente nicht im Handwerk. Also ich habe gute Noten, ich habe keine Probleme mit Lernen. Und ich will lieber vielleicht ein Studium. Ja, ich bastle in meiner Freizeit auch gerne so, aber ich würde nichts mit Handwerk machen, nein. Und bei dir? Ich werde mich jetzt aufs Technische Gymnasium auf jeden Fall bewerben. Jetzt muss ich halt noch überlegen, ob ich Mechatronik als Profilfach nehme oder Informationstechnik. Das sind also schon mal keine zukünftigen Handwerker. Die kannst du gar nicht richtig fassen. Ich glaube, das ist wirklich, die Scheu, eine Ausbildung zu machen im Handwerk, ist wirklich groß. Weil heute können sie sich raussuchen, was sie wollen, weil der Fachkräftemangel da ist. Aber eine Chance hat sie noch. Vielleicht sitzt ja in der zweiten Gruppe jemand mit Lust aufs Handwerk. Wie dramatisch ist der Fachkräftemangel? Die Arbeitsmarktexpertin Manuela Barisic forscht seit Jahren zu diesem Thema und berichtet Erstaunliches. Noch nie waren in Deutschland so viele Menschen in Lohn und Brot. Doch warum fehlen dann so viele Fachkräfte? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, nämlich die Verteilung der Arbeitskräfte. Wichtig ist, dass wir eine Situation auf dem Arbeitsmarkt schaffen, dass die Menschen dort eingesetzt sind, wo sie auch den größten Mehrwert schaffen. Doch gerade in so wichtigen Branchen wie der Sozialarbeit und Kinderbetreuung fehlen mehr als 45.000 Fachkräfte. In der Pflege sind es 35.000. Und im Handwerk sind mehr als 87.000 Stellen offen. Wie viel verdient man denn dann in dem Beruf? Wichtige Frage. Gute Bezahlung ist für die Arbeitsmarktforscherin einer der Schlüssel gegen den Fachkräftemangel. Ein anderer? Brachliegende Frauenpower. Pferde sind hier, genau. Pferde sind hier. Es gibt hier eine interessante Zahl, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Und zwar sind über 3 Millionen Menschen in der stillen Reserve auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Und da sind die häufigsten Gründe, insbesondere die Pflege von Angehörigen oder die Betreuung von kleineren Kindern. Und über 60% dieser stillen Reserve sind insbesondere Frauen. Es braucht daher dringend mehr Betreuungsangebote für Kinder, damit Frauen leichter arbeiten können. Frauen wie Sümeyye. Die hat heute Glück. Die Mitarbeiterin des Pflegedienstes ist pünktlich. Ja, hi Mäuschen, guten Morgen. Die Mama ist auch da. Komm, kommen Sie rein, morgen. Morgen, Basler. Geh. Okay. Ab jetzt hat sie 4 Stunden für sich und will so schnell wie möglich los, die knappe freie Zeit nutzen. Ja, okay. Ja, du schäfst dich. Willst du rübergehen? Beim Pflegedienst wissen sie, wie wichtig das für Sümeyye ist. Doch es gibt einfach zu viele, die Hilfe brauchen. Manchmal muss man halt abwägen, wer jetzt die Priorität kriegt. Ne? Wenn man nicht überall hingehen kann, weil halt Leute fehlen, dann muss man sich halt überlegen, zu wem man dann am wichtigsten geht. Ja. Die Kinderkrankenpflegerin liebt ihre Arbeit. Berta, nimmst du die grün oder blau oder rot? Rot? Okay. Warum ist der Personalmangel in der Pflege so dramatisch? Vom Beruf her, glaube ich, wollen es schon viele machen. Nur in der Praxis bleiben sie dann halt manchmal nicht lange, weil einfach, wenn man da immer unter Stress arbeiten muss. Also ich glaube, dass das eigentlich das größte Problem ist, dass dann die Leute das Gefühl haben, was sie eigentlich gelernt haben an Pflege, was man machen wollen würde, ist nicht möglich, weil die halt die Zeit nicht haben. In ein paar Wochen hat Berzan eine wichtige Operation an seiner Luftröhre. Sümeyye muss einiges organisieren, parallel zur Suche nach einem Kita-Platz.
Am 27. haben wir unsere Narkoseaufklärung um 10. Sonntag müssen wir auch zum Abstrich. Und am 31. ist ja dann auch der OP-Termin. Der Termin ist eigentlich relativ wichtig auch für uns, weil wir auch sehnsüchtig darauf warten. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt nicht noch mal zum Personalmangel kommt und dass die unseren OP einfach verschieben. Ein paar Wochen später. Vorgespräch im Kinderkrankenhaus im Klinikum Stuttgart. Hier soll Bersans Luftröhre geweitet und stabilisiert werden. Das Olgäle ist das größte Kinderkrankenhaus im Land. Doch auch hier herrscht Personalmangel. Sümeyye bangt um ihren OP-Termin. Was bei uns immer so kritisch ist, natürlich, das Kind muss hinterher für 2 oder 3 Tage auf Intensivstation. Auf der Intensivstation sind natürlich von den Betten einige immer geschlossen, wegen auch Personalmangel oder weil einfach nicht genug Personal da ist. Sonst kann es durchaus auch sein, dass kurzfristig so eine Operation abgesagt werden muss. 100 neue Pflegekräfte würden sie im Klinikum Stuttgart gerne einstellen, wenn es welche geben würde. Für die, die da sind, steigt der Druck. Sümeyye kennt das von früher. Ich habe ja auch auf Station gearbeitet und auch in der OP. Man hat es halt von den einfach verlängerten Arbeitszeiten gemerkt, weil Aufgaben und Patienten haben gewartet, aber kein Personal, also kein Kollegen da gewesen. Dann müsste man halt Überstunden machen und dementsprechend hat man das dann schon ordentlich gespürt. Heute ist sie als Mutter von den Engpässen betroffen. So wie viele Eltern, die mit kurzfristigen OP-Absagen klarkommen müssen. Wir wissen schon, dass das eine große Belastung für die Eltern ist. Gerade sind oftmals Geschwisterkinder zum Unterbringen. Manche kommen ja auch. Wir haben mit diesen Eingriffen ja schon einen Einzugsbereich aus ganz Deutschland, wo die Kinder manchmal über 100 Kilometer herkommen und manchmal leider auch wieder nach Hause müssen. Auch Sümeyye hat für die nächsten Monate alles rund um Bersans Operationen organisiert. Wird die erste verschoben, gefährdet das alles. Zurück zur Jobbörse und Sandra Meyer-Wörner. Wie viele Schüler kommen zu ihrem zweiten Vortrag? Leider nur 3 von insgesamt 275. Aber vielleicht ist unter ihnen wenigstens ein zukünftiger Handwerker. Könnt ihr euch vorstellen, ins Handwerk zu gehen? Wie ist es bei euch so? Also ich wollte ursprünglich ins Handwerk, aber jetzt mache ich doch Abitur. Ich gehe auf jeden Fall in die Pflege, mache dann eine Ausbildung. Auch Abi. Abi und dann? Und dann studieren möchte ich. Und was? Hast du schon Gedanken gemacht? Mhm. Ja, habt ihr ja noch ein bisschen Zeit. Warum nur will keiner ins Handwerk? Sandra wirkt frustriert. Solange das jetzt so weiterläuft, ich kämpfe ich schon irgendwo gegen Windmühlen wie Don Quixote. Also. Aber ich gebe nicht auf. Deutschland brauche Handwerker. Davon ist sie überzeugt. Aber woher sollen die in Zukunft kommen, wenn der Nachwuchs nur noch studieren will? Bei Rolladenmeier in Pfullingen sind sie ratlos. Warum hat die Jugend von heute keine Lust mehr aufs Handwerk? Ich habe hier Rahmengröße. Auch einige Praktikanten entpuppten sich in letzter Zeit als herbe Enttäuschung. Was ist da los? 40-Stunden-Woche. Da sagt er, ja, man muss auch mal samstags arbeiten. Wie? Samstags? Ja, da hat er aber mit seinen Kumpels was. Was ganz schlimm ist, sind die jungen Leute, wo meinen, sie verdienen so viel und müssen nichts dafür tun. Die fühlen sich nicht mehr berufen zum Arbeiten oder zu dem, was sie machen wollen. Nee, die möchten sich einfach nicht mehr die Hände dreckig machen. Ja, also körperlich arbeiten ist halt kein Trend, ist nicht in. Tatsächlich? Finden wirklich alle Betriebe keine Fachkräfte mehr? Wir besuchen mit Sandra schon bald einen Betrieb, der angeblich von Bewerbern überrannt wird. Doch zuvor sind wir in Weil am Rhein und treffen dort Metzgermeister Joachim Lederer. Der hat sein Azubi-Problem bereits gelöst, auf außergewöhnliche Weise. Ich warte auf meine Azubi, möchte es gerne aus der Schule abholen zum Arbeiten. Haben heute Morgen Schule gehabt, Theorieunterricht. Schauen wir mal, was sie gelernt haben. Und jetzt sehen wir es dann.
müsste jeden Moment um die Ecke kommen, aus müsste gehen. Hallo miteinander, komm, auf geht's. Wo hast du die Tasche, alles dabei? Ja, wunderbar, super, gehen wir, kommt. Anna K. und Lalit sind vor ein paar Wochen direkt aus Indien nach Weil am Rhein gekommen. Die beiden Azubis gehören zu einem neuen Projekt, das Metzger Lederer mit angestoßen hat. In Indien hat er zusammen mit der Handwerkskammer Freiburg Nachwuchs für Betriebe in der Region gesucht. 13 Inder machen jetzt ihre Ausbildung in Lebensmittelmärkten und Metzgereien. Anna K. hat in Indien IT studiert. Lalit ist ausgebildeter Mechaniker. Jetzt lernen sie Fleischerei, Fachverkäuferin und Metzger. First reason, I just want to be self-independent. I want to take care of my family and my career as well. So because of that, I choose Germany and this career also. My expectation is a bright future and a good job. Nein. Noch trauen sie sich nicht, Deutsch zu sprechen, obwohl sie es in Indien gelernt haben. Der Sprachkurs war Pflicht. Wir schämen uns ja eigentlich alles, aber unser Dialekt hier, süddeutscher Dialekt, ist nicht einfach. Wie werden sie zurechtkommen? In einem fremden Land und mit einer fremden Sprache. Die jungen Leute kommen einfach mit dem Gedanken, ich komme nach Deutschland, ich möchte was erreichen, möchte Geld verdienen, möchte was werden in Deutschland. Und dieser Motivationsvorsprung, wo sie haben gegenüber Deutschen, der ist unbezahlbar. Ohne den Nachwuchs aus dem Ausland hätte Lederer ein riesiges Problem. Denn sein Laden brummt, läuft aber nur mit viel Personal. 16 Euro kommt ihr zu mir, ihr zwei? Das ist normal. Jeden Tag, so über den Mittag noch mehr. Es kommt jetzt noch viel mehr. Bis zu 35 Leute schon manchmal Schlange. Läuft keiner weg. Danke. Hier in Weil am Rhein mussten sie schon immer kreativ sein, um neue Leute zu finden, meint Lederer. Die Situation in seiner Branche? Dramatisch. Viele Fachgeschäfte haben fast kein Personal mehr. Dann wird die Öffnungszeit runtergefahren, dann sinkt der Umsatz noch mehr. Rohstoff hat sich um 30% erhöht. Energie frisst uns auf, vervierfacht fast. Also ich sage immer, so schwierige Zeit habe ich in den 32 Jahren, wo ich selbstständig bin, noch nie gehabt. Und jetzt das Experiment mit den beiden indischen Azubis. Noch sind ihre Metzgerkenntnisse begrenzt. Was lernen sie gerade? Decoration mit Brötchen, Mayonnaise und Gemüse und Obst mit Fleisch und Schnitzel, Braten, Saubermacke. Und wie stellen sich die beiden an? Wichtig ist für mich am Anfang nicht die Geschwindigkeit, sondern die Perfektion, dass einfach vom Anfang her lerne, sauber mit Lebensmitteln zu arbeiten, dass ich Handschuhe antrage, dass es appetitlich muss aussehen, dass jeder Mensch es kann essen. Aber was, wenn die zwei Heimweh bekommen, an der Sprache scheitern oder Lalit Probleme kriegt, mit Rindfleisch zu arbeiten? Kühe sind nämlich heilig für Hindus wie ihn. In ein paar Monaten wollen wir noch einmal kommen und sehen, wie sie zurechtkommen. In der Zwischenzeit haben wir ein Treffen mit Sandra und dem Geschäftsführer einer ganz besonderen Firma in Überlingen organisiert. Jetzt, hallo Sandra, grüße dich. Hi. Hallo. So, schön. Alfred Keller sagt, er finde problemlos Fachkräfte. Wie das? Sein Geschäft sind Sanitäranlagen, Heizungen und Lüftungen. Und wir haben aber auch hier noch Technik von der Seite. Auch das, seine Mitarbeiter kann er sich unter vielen Bewerbern aussuchen. Wir haben jetzt für dieses Jahr, 2023 September, schon wieder Bewerbungen für duales Studium, wie auch für Anlagemechaniker vorliegen. Sehr schön. Wir hatten letztes Jahr ungefähr 10, 11 Bewerbern absagen müssen. Neidisch. Ein bisschen. Aber ich würde jetzt eher mal sagen, klar, man darf die zwei Berufe nicht miteinander vergleichen. Also wäre mein Berufsbild, mein Gewerk, Handwerksgewerk, so berühmt wie der Anlagenmechaniker, ich denke, dann wäre das vielleicht ähnlich. Das wird sehr langweilig. Doch es ist nicht nur die Branche, die sie unterscheidet. Keller bietet seinen Beschäftigten schon seit Jahren etwas ganz Besonderes. Eine 4-Tage-Woche. Was ist das?
Okay. Und in der Verpackung war keine drin, oder wie? Dass sich dieses Modell auszahlen kann, hat erst kürzlich eine wissenschaftliche Studie aus Großbritannien nachgewiesen. Demnach wollen 56 von 61 der beteiligten Unternehmen bei der Vier-Tage-Woche bleiben. 57% weniger Angestellte als im Landesdurchschnitt haben gekündigt. Und die Zahl der Fehltage reduzierte sich um 65%. Die Beschäftigten waren insgesamt erholter und produktiver. Der Umsatz stieg um 1,4%. Es gibt beispielsweise eine Friseurin aus Bonn, die hat jetzt eine Vier-Tage-Woche eingeführt. Und seitdem sie das gemacht hat, rennen ihr die Bewerberinnen und Bewerber die Bude ein. Das ist vielleicht nicht die Lösung für alle Probleme, wenn wir über das Handwerk sprechen. Aber ich glaube, hier sind die Unternehmen jetzt auch gefordert, sich zu überlegen, wie können wir attraktiv sein für junge Menschen, die sich eine Perspektive im Handwerk vorstellen können. Sandra sieht das Ganze eher skeptisch. Das Modell funktioniere nicht überall. Sie habe unter ihren Beschäftigten eine Umfrage gemacht. Eine überwältigende Mehrheit wollte keine Vier-Tage-Woche. Ganz wichtig ist die Kommunikation mit den Mitarbeitern. Ja. Also heute zu kommen und sagen, liebes Team, ab morgen arbeiten wir 4 Tage, das funktioniert nicht. Nee, so haben wir es ja auch nicht gemacht. Wir haben halt eine Umfrage gemacht mit verschiedenen Möglichkeiten. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten auch einer Vier-Tage-Woche. Es gibt eine Vier-Tage-Woche mit 36 Stunden, eine mit 38 Stunden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und das haben wir halt abgefragt, wie da das Interesse besteht und auch mit Begründungen. Also sie mussten uns das auch begründen, wieso und weshalb. Persönlich oder per Papier? Persönlich. Okay, weil das war für uns die Mitarbeitergespräche abgeholt. Wir haben das wirklich im Teambesprechung vorgestellt und dann war skeptisch, aber Begeisterung, brauchen wir das? Das haben wir wirklich so offen kommuniziert. Dann haben wir 4 Wochen das Ganze durchgeführt. Dann sind wir wieder, wirklich alle 4 Wochen sind wir zusammengesessen und haben im Prinzip, sage ich mal, das Thema besprochen. Wie wirkt es auf die Mitarbeiter? Wie sind die Wahrnehmungen? Die Umsetzung? Und so wird's hier gemacht. 38,5 Wochenstunden werden gearbeitet. In 4 Tagen zwischen Montag und Donnerstag. Also knapp 10 Stunden am Tag. Wer will freitags nicht frei haben? Ja, ich habe irgendwie manchmal so das Gefühl, man kommt wie aus so einem kleinen Urlaub, könnte man fast sagen. Ich habe immer einen Tag mehr Wochenende und kann den aktuell auch noch für eine Weiterbildung nutzen. Ich mache den Betriebswirt in Teilzeit nebenher. Wenn man weiß, dass man freitags frei hat oder jedes Mal ein langes Wochenende hat, denke ich auf jeden Fall, dass das mehr anspornt. Es wird produktiver gearbeitet. Was wir bisher in 5 Tage gemacht haben, machen wir jetzt in 4 Tage in der gleichen Arbeitszeit. Wir haben keine Überstunden mehr. Thema Work-Life-Balance. Bei uns darf man arbeiten, um zu leben, um Lebensqualität zu schaffen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Klar, ein bisschen Eigenwerbung gehört mit dazu. Im realen wie im virtuellen Leben. Alles gut? Hi, hallo. Weiter geht's zu einer der vielen Baustellen von Alfred Keller. Der weiß, den jungen Fachkräften heutzutage muss man mehr als nur gutes Geld bieten. Wir haben jede Woche frisches Obst, ein attraktives Sportangebot. Also ich bekomme zum Beispiel das komplette Fitnessstudio bezahlt. Das ist schon alles auf jeden Fall ein Argument. Und was hat Sandra der Besuch gebracht? Also so an sich mit den Mitarbeiterbenefits und alles machen wir ja auch alles. Social Media machen wir. 4 Tage Woche. Für die Mitarbeiter, die es möchten, klar. Und man muss einfach weiterschauen und weiter kämpfen. Definitiv, ich gebe nicht auf. Eine gute Nachricht aus dem Kinderkrankenhaus in Stuttgart. Sie erreicht uns per Videobotschaft.
Grüße aus dem Klinik. Der Bersan, der hat jetzt seinen OP gehabt. Gott sei Dank lief auch alles gut und ihm geht's ja auch soweit gut. Wir sind am Spielen. Hoffentlich dürfen wir auch morgen nach Hause gehen. Und ja, soweit ist eigentlich alles gut gelaufen. Also man hat dann schon kräftig spüren dürfen, dass hier Pflegepersonal fehlt, weil an einem Wochenende auch die Station geschlossen müsste. Wir müssen dann auf eine andere Station gehen und genau, also man merkt es auch im Alltag, dass die Schwester einfach zu wenig da sind. Genau, ich muss jetzt ja auch hier unterbrechen leider. Machst du Tschüss, Bersan? Tschüss. Tschüss. Sobald sie raus sind aus dem Krankenhaus, will Sümeyye sich weiter um einen Kindergartenplatz bemühen. Den hat sie noch immer nicht. Ein paar Wochen später treffen wir die beiden wieder. Bersan hat eine eigene Küche bekommen. Guck mal, dein Kochlöffel ist hier drin. Muss umrühren. An sich ist OP gut verlaufen. War eigentlich ein sehr komplizierter Eingriff, hieß es. Aber die haben das Beste versucht, was man machen kann, sag ich mal so. Und danach lief es eigentlich ganz gut. Dem Start im Kindergarten steht nichts mehr im Weg. Dann der Schock. Post von der Stadt Stuttgart. Absage für den Kindergarten, obwohl Bersan Anspruch auf einen Platz hat und Sümeyye im September wieder arbeiten muss. Verzweifelt, was ich jetzt machen soll, wütend, dass es jetzt wieder nicht geklappt hat. Und traurig einfach, dass mein Kind nicht in Kindergarten kommt. Bersan, wo ist mein Handy? Gib mal mein Handy, gib mal her, ich muss hier anrufen. Mama muss telefonieren. Das machen wir später. Gibst du jetzt? Gibst du jetzt? Doch. So einfach will sie nicht aufgeben. Und noch mal Druck machen beim Jugendamt. Familieninformationen im Jugendamt der Landeshauptstadt Stuttgart verbunden. Wenn Sie... Es ist echt schwierig, da durchzukommen. Jugendamt Stuttgart, Kita-Service, hallo. Hallo, Aslan hier. Meine Frage wäre, woran es liegt, dass mein Sohn keinen Platz bekommt. Das liegt daran, dass es zu wenig Plätze gibt. Ganz einfach. Das ist ganz einfach beantwortet. Das ist halt ziemlich, sag ich mal, ärgerlich und auch ja, ein bisschen enttäuschend für mich, weil wir warten schon 2 Jahre schon auf einen Kita-Platz. Genau, 21 haben sie sich schon angemeldet. Also wenn eine Familie absagt, dann gebe ich das sofort weiter. Aber die Chance ist gering. Allein in Stuttgart sind rund 300 Stellen in städtischen Kitas und der Schulbetreuung nicht besetzt. Kinder wie Bersan werden wohl weiter warten müssen. Mit Einverdienst ist schon schwierig. Also ich müsste, will auch arbeiten gehen, auch ein anderer Ablauf. Jetzt die ganzen Krankenhausaufenthalte und ja, muss dann schon ein bisschen auch Ausgleich für mich finden. Und ich denke, ich brauche das auch für mich. Für meine Gesundheit brauche ich auch ein anderes Ablauf. Die Suche geht weiter für Sümeyye und Bersan. Und es dürfte kaum einfacher werden. Denn schon heute sind 1,8 Millionen Stellen in Deutschland offen. Wenn bald die Boomer-Generation in den Ruhestand geht, wird sich der Zustand ohne Gegenmaßnahmen rapide verschlechtern. Im Jahr 2030 werden, so eine Schätzung, rund 5 Millionen Fachkräfte fehlen, 2035 sogar 7 Millionen. Um die Verluste auszugleichen, benötigt Deutschland Fachkräfte aus dem Ausland. Experten zufolge rund 400.000 im Jahr. In jedem Fall sind wir im Wettbewerb um ausländische Fachkräfte mit anderen Ländern und Fachkräfte, die mobil sind, die sich zwischen den USA oder auch Schweden entscheiden können, überlegen sich sicherlich zweimal, ob Deutschland ein attraktives Einwanderungsland ist. Und darüber hinaus müssen wir auch über eine Willkommenskultur in Deutschland sprechen, die es auch für die Menschen attraktiv macht, hier bei uns anzukommen und auch zu bleiben. Wir sind wieder in Weil am Rhein.
Wie willkommen fühlen sich die beiden Inder Anaka und Lalit? Seit knapp einem halben Jahr sind sie jetzt Azubis in der Metzgerei Lederer. Ich finde hier sehr toll. Die schwer Teil ist Sprache. So ich habe 6 Monate Deutsch gelernt und dann das war sehr schwer. Und dann ich habe hier gekommen, alles unterschiedlich. Was haben wir gelernt und was haben wir hier gehört, ist alles unterschiedlich. So alles sind hier Alemannisch sprechen, das war sehr schwierig. Yeah. Wichtig für Anaka, dass sie hier Geld verdienen kann. 940 Euro sind es gerade. Einen Teil davon schickt sie nach Hause. Das war mein Traum. In die Haus so viele arbeitslose Menschen. So, es ist nicht eine gute Idee, dort bleiben. So, ich finde, dass Deutschland war eine, Europa war eine gute Idee für verdienen und ja. Beide wollen unbedingt in Deutschland bleiben. Das geht nur, wenn sie die Ausbildung zu Ende bringen. Dafür muss Lalit auf jeden Fall mit Rindfleisch arbeiten. Bekommt er das hin? So, schneiden wir mal in der Mitte durch. Lalit schneidet jetzt 20 Stück, 20 Rouladen wollen wir machen. Und jetzt schneidet sie gerade auf der Maschine, schneidet es gerade auf, gell? Lalits Aufgabe heute, Rouladen machen. Aus Rindfleisch. 4, 5, 6. In India Cow is holy, but in Deutschland ich habe keine Probleme. Because das ist meine Arbeit und das ist meine Zukunft. Dann ich habe keine Probleme. Ja. Das war aber auch von Anfang an kein Problem für ihn. Mit Rindfleisch hat sich entschieden, hat er gesagt, dass er hierher kommt. Dann muss er halt das, hat er gesagt, dann muss er mit dem Material, oder ich sage jetzt mal Material, einfach Fleisch, muss halt einfach arbeiten und bei uns wird halt Rind gegessen und da hat er eigentlich ja, hat er kein Problem damit. Und wie gut macht er seine Arbeit? Da brauche ich jetzt nichts mehr sagen, das kann er selber jetzt alles machen. Und das ist eben, er will jetzt das lernen. Und das ist ein springender Punkt einfach. Viele deutsche Lehrlinge oder also junge Leute, die wollen das gar nicht. Und das ist das Problem bei uns, dass wir halt auch kaum Deutsche finden, die das einfach machen wollen. Und Anaka? Wie läuft das bei ihr? Hast du die gemacht? Ja. Sieht super aus. Dankeschön. Sieht super aus. Normalerweise sagt man, im dritten Lehrjahr kannst du ein bisschen ernten, was du gesät hast. Mittlerweile kann man sagen, bei den jungen indischen Azubis, wir können noch 5, 6 Monate können wir schon fangen ernten, was wir gesät haben. Menschen wie Anaka und Lalit. Ein Schlüssel zum Erfolg im Kampf um Personal. Langfristig wird es ohne Zuwanderung keinen Wohlstand in Deutschland mehr geben. Der Wohlstand, wir werden extrem viel verlieren, weil wir keine Leute mehr haben, wo können eine Heizung, wo können Schlachter, wo können Wurst und so weiter. Also das Handwerk und auch die Industrie wird so viel verlieren. Ohne Zuwanderung wird es nicht geben. Lederer will deshalb schon bald weitere Azubis aus Indien anwerben. Und wie geht's bei Sandra Meyer-Wörner weiter? Sie hatte Pech. Ihr Bewerber, der bereits zugesagt hatte, hat wieder abgesagt. Er hätte am 1.2. die Arbeitsstelle anfangen sollen, aber leider persönlicher Schicksalsschlag. Er ist schwer erkrankt und kann nicht mehr arbeiten. Für sie beginnt jetzt die Suche aufs Neue. Und Sümeyye? Sie hat auch Ende April noch keinen Kindergartenplatz für Bersan und fühlt sich von der Politik im Stich gelassen. Vom Politikern her muss auch irgendwas jetzt unternommen werden, dass es endlich eine Lösung gefunden wird. Die wissen gar nicht, was die Familien eigentlich zu kämpfen haben. Ja, Bersan, du willst auch ins Kindergarten kommen, gell? Willst du mit anderen Kindern spielen gehen?
Ja, du willst auch. Nach Ende unserer Dreharbeiten bekommt Berzan doch noch einen Kindergartenplatz. Die spezielle Pflegekraft für ihn muss seine Mama aber erst noch finden.